Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute nur ein kleines Update-Video. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich mit dem Oleg, dem Betreiber von StayCube, kurz ein Interview geführt und ich teste ja die Plattform. Und wie ihr wisst, kriegt ihr da sogenannte Forsets. Ihr kriegt quasi Kryptowährung geschenkt, und zwar machen die das so, dass sie sagen, sie wollen so Leute reinbringen in das ganze Konzept von Altcoins und Kryptowährungen und so. Das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet, kostenlos natürlich, ihr müsst gar nichts machen, nur anmelden, eure E-Mail-Adresse bestätigen, dann kriegt ihr da Kryptowährung geschenkt. Und was halt, was mir aufgefallen ist, es gibt da so eine Liste von Leuten, die quasi über meinen Partnerlink reingekommen sind. Den Link findet ihr drunter. Und dort steht quasi immer, ob die ein Wallet angelegt haben oder nicht. Der Punkt ist nur, damit ihr das wisst, ihr kriegt nur Kryptowährung geschenkt, wenn ihr dort auch ein Wallet angelegt habt. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst eigentlich nur reingehen und auf Plus klicken. Und ich habe jetzt schon alle Wallets angelegt. Und wirklich als Empfehlung, ihr kriegt quasi nur zum Beispiel APR-Coin oder BeanCash oder BitGreen als Forsets, also geschenkt, wenn ihr auch das Wallet angelegt habt. Das heißt, ihr müsst einmal durchgehen, nachdem ihr euch kostenlos angemeldet habt. Wie gesagt, da müsst ihr nichts machen, nichts zahlen, sonst irgendwas. Und einfach nur hier die ganzen Wallets anlegen. Klar, sind so Plus, einfach klick, 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 anlegen. Ja, das ist alles. Und dann habt ihr, wie ich, hier so eine Liste von Wallets. Und dann zum Beispiel, wenn ihr morgens reinkommt und ihr seht, macht es einmal die Woche zum Beispiel, dann seht ihr hier die ganze Balance, da seht ihr hier relativ kleine Balances, ja. Aber bei Dash zum Beispiel habe ich hier 0,012 Dash zum Beispiel schon. Und eine Empfehlung, und zwar oft ist es so, wenn ihr hier dann auf Exchange klickt und dann gibt es hier Währungspaare, ja. Ihr könnt versuchen, das in Bitcoin zu tauschen, probieren wir es mal. Und zwar folgendes, klickt dann hier immer aufs oberste, also auf die oberste Buy Order, klickt drauf, klick, dann übernimmt er hier unten den Preis, ja, klick, dann übernimmt er hier den Preis und dann klickt ihr auf 100%, das ist das, was ihr maximal habt, und dann klickt ihr auf Sell Dash und ihr seht hier oben, ihr habt jetzt die Dash verkauft und habt Bitcoin dafür bekommen. Order History, also Trade History so, und ihr seht hier, ich habe hier Bitcoin dafür bekommen, 0,0001026 Bitcoin, zack, und so, das war's, ja, genau so. Und jetzt ist aber ein kleiner Tipp, genau, hier zum Beispiel, jetzt versuche ich mal hier bei dem APR-Coin, das ist eine sehr kleine Forset, da gab es relativ wenig, ja, jetzt versuche ich mal hier in Bitcoin zu tauschen und wahrscheinlich geht es nicht, weil es nicht ganz reicht. Ich klicke hier wieder oben drauf, 100% Sell. Und dann sagt ihr hier, Mindestmenge ist 0,00015 Bitcoin. Ja, okay. Da gibt es einen Trick. Und zwar geht auf den Coin und wählt SCC, also den lokalen Coin auf, also das ist der Coin von StayCube Coin. Und dann klickt ihr hier drauf, 100 Sell. Und das funktioniert in der Regel immer, weil hier die Exchange-Rate deutlich geringer ist. Und wenn ihr das dann gemacht habt am Ende, ihr könnt quasi jetzt mal durchgehen, hier BeanCash, gehen wir hier wieder drauf, SCC, klick, 100% Sell, ja, das ist auch zu wenig noch, aber bei den meisten funktioniert es, wo es hier, drei Stück, SCC, zack, 100 Sell, seht ihr, funktioniert ganz gut. Gucken wir mal, habe ich jetzt noch Dodge, glaube ich, oder habe ich die schon verkauft heute Morgen? Den neuen Dogecoin, sage ich hier Exchange, SCC, klick, so, und dann Sell. So, und jetzt, wenn man dann mal ein bisschen zusammengesammelt hat, wenn man mal Lust hat, Samstagmorgens, geht man hier auf Exchange bei SCC, den kann man Bitcoin tauschen, dann klickt man hier oben drauf, 100% Sell, ja, das reicht auch noch nicht, aber in der Summe reicht es dann quasi in der Regel, wenn man mal eine Woche lang einfach die Forsets auflaufen lässt, dann reicht es in der Regel. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auch noch tausche gegen SCC, zack, 100 Sell, und ihr seht, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber man kann hier, wenn man Lust hat, sich gemütlich seine Forsets zusammensuchen. Guck mal, ob das schon wieder reicht, klack, klack, Sell. Und so verkaufe ich hier, wenn ich manchmal lustig bin, vormittags oder abends, freitags, verkaufe ich die Forsets der Woche und die exchange ich dann gegen Bitcoin und so kriege ich Bitcoin geschenkt von der Plattform. Einfach so, ich muss gar nichts machen
Und ihr könnt, wenn ihr wollt, da auch eure Freunde werben. Kostet auch nichts, dann kriegen die es auch geschenkt. Und wenn die von den Fawcett Staking Rewards bekommen, dann bekommt ihr quasi da auch noch einen kleinen Bonus. Glaube ich, ein paar Prozent, 5% oder sowas von den Staking Rewards. Aber es ist jetzt nicht so, dass man hier reich wird. Aber es ist süß, zum bisschen reinkommen in das Thema Exchange. Zack, 100%. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon versucht. Es reicht nicht ganz. Ihr seht, einfach mal durchklicken. Am besten immer warten, bis hier vorne mal eine 1 steht. Und ihr seht schon, die habe ich jetzt kürzlich auch alle verkauft. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ich schätze mal vielleicht 1 Euro pro Monat oder so. Also es geht nicht darum, dass man damit reich wird. Aber es geht darum, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommt. Und dass man hier ein bisschen in diesem Ökosystem mitspielen kann. Und wenn ihr die Fawcett einfach liegen lasst, dann kriegt ihr dafür natürlich auch Staking Rewards. Und ihr könnt es dann immer sehen, wo kann ich das gucken. Was gibt ein Staking? Ich glaube Dogecoin. Und dann gibt es hier Activity Feed und dann gibt es hier auch Stake Rewards. Also, gut, da habe ich jetzt keine bekommen. Gucken wir mal hier. Unter Activity wollte ich eigentlich gucken. Jetzt gucken wir mal, das Sold. Guck mal, wie viel ich da immer wieder verkaufe. Und das sind einfach alles auf Basis von Fawcett. Also kommt schon ein bisschen was zusammen. Wie gesagt, Samstagmorgen wollte ich euch kurz dieses Video geben, weil viele von euch vergessen, diese Wallets anzulegen. Also wenn ihr euch da anmeldet, kostenlos, und ihr habt vormittags mal Zeit, ihr könnt es auch wirklich machen. Meldet euch an, legt dort die Wallets an, setzt euch einen Kalender, einen Monat später einen Timer, dass ihr mal wieder reinschaut. Dann geht durch die Wallets durch. Verkauft die gegen SCC-Coin oder gegen Bitcoin direkt, wenn es ausreicht. Und dann hebt es einfach ab. Ist eine ganz coole Geschichte. Kann man machen oder man lässt es dann einfach dort und sammelt weiter. Genau. Das kleine Video wollte ich euch am Samstagmorgen als kleines Gutsle vom Muttertag morgen rübergeben. Und ja, vielleicht bringt es euch was, vielleicht habt ihr Spaß daran. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht beim Halving oder danach. Wir sehen uns. Bis dann.